Nee, mach den Boss. Also wenn du den Boss schaffst, dann mach den Boss. Mach den Boss. Es gibt noch einiges im Schloss, aber das ist jetzt nicht so relevant. Ich war unten noch bei den Ratten, hab die Truhe aufgemacht, aber... Ich habe keine Ahnung, was ich da rausgeholt habe. Ja, bei der Puppe musst du da vom Dach springen. So ein bisschen rumwurscheln da. Und die ist da, wo wo so zwei Hunde aufpassen. Muss ein bisschen rumsuchen, das findet man eigentlich. Ich habe das auch gefunden. Ich wusste nicht, dass das ist. Ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen. Dann habe ich nachgeschaut. Ich hätte einfach reingehen müssen. Also warte, das hier. Das ist der kleine Wald. Hier ist nochmal ein Safe Spot, okay. Also du musst da schauen, da ist so ein... Ja, da gibt es da so viele verwinkelte Ecken, aber auf jeden Fall gibt es da so ein... so zwei Hunde, die wachen halt über das. Da gibt es auch so Blumentöpfe, die zum Leben lebendig werden, meine ich. Ja, du brauchst noch Level 1 Steine oder Level 2 Steine. Wie hoch bist du denn mit dem Dolch? Wie hoch bist du denn mit dem Dolch? Speicherpunkte holen hier. Ach, die Schwächsten? Ja, gibt es nicht am Anfang? Überall in den Minen oder so? Oder generell einfach so am Anfang gibt es die nicht? Gibt es die nicht da? Da hockt doch einer. Tach. Was gibt's da zum Glotzen? Wollt ihr Ärger? Ach, das ist die. Das ist der Typ. Der die anderen die Halskette geklaut hat, oder? That necklace, what you're after, is it? Hm, nun gut. Dann zeig mal, was euch das gute Stück wert ist. Komm, vielleicht kann man mich davon trennen. Süß. Einverstanden. Ganz schön clever. Erstes, her mit den Runen. Und keine faulen Tricks, als erstes. Okay. Kaufen. Ja, das passt ja. Kann ich ja kaufen. Ich muss keinen Stress haben mit dem. Alles gut. Ich hab gar keinen Dolch. Ich hab einfach so hochgelegt, wie es geht. In Ordnung, hier, mit dem Ding kann niemand was anfangen. Ist ja so gewollt. Heult mir später nicht bloß die Ohren voll. Reden. Was zur Hölle jetzt noch? Oh, verstehe, ihr habt Hunger. Hm, ist ganz frisch gekocht. In Ordnung, ihr könnt am verrichtigen Preis. Ich könnte euch noch mehr verkaufen, wenn ihr genug Runen habt. Kaufen. Gekochte Garnele.
Erhöht für einige Zeit die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht genau, ich habe einfach gelevelt, mein Katana hier. Ich kann dir gleich zeigen, wie oft. Schauen wir mal. Ich hab das Mädchen wohl getroffen, hm? Na schön, wer wie was, warum, ist ja auch egal. Ist doch nicht meine Schuld, dass sie blöd ist und sich reinliegen lässt. Ui, wie auch immer. Mit der stimmt was nicht. Reines Glück, dass sie nicht längst irgendwo in einem Graben verreckt ist. Also ich habe meine Waffe hier. Plus 6. Die neue nur plus 5. Ich tue die sogar weg, die alte hier. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo die andere war. Die war in irgendeinem Turm. Oder irgendeinem... Ich hab echt... Ich weiß es echt nicht, wo die ist. Wo ist die Nummer? Da. So, ich wollte hier dahin. Wieso habe ich das nicht gemacht? Wieso habe ich das nicht gemacht? Wo ist denn das Teleskop? Da. Ja, hier. Die Nummer 1. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem Sumpf hier. Ist echt nicht schön. Damit reden oder was? Hölle versuchen, okay. Ah ja. Ja, bei dem Boss lass dir ein bisschen Zeit. Mach ihn, probier ihn immer wieder mal. Irgendwann schaffst du das. Er ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube auch nicht ganz so schwer. P2 ist auf jeden Fall eine Drecksphase. Ich habe mir für P2 die Geister aufgehoben. Ich bin dem ersten Mal Feuerspuck in P2 nie entkommen. Keine Ahnung. Hab ich nicht geschafft. P2 startet hier mit Feuerspucken und keine Ahnung. Hat mich halt immer getroffen. Das sind die Telefonklingen oder was? So, machen wir nochmal den Scheiß hier. Aber wo genau ist das Ding? Rosenkirche? War, nee, die war irgendwo so einem kleinen Ding einfach, so ganz unscheinbar irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die Rosenkirche war. Die Dame, die war in so einem kleinen Turm. So ganz ziemlich kaputt. Ich glaube nicht, dass es auf der Karte verzeichnet ist, das. Das ist, glaube ich, zu clean, sowas.
das war hier nicht. Das war irgend so ein kleiner Turm. Das hier auch nicht. Das ist das. Das war einfach im Nichts. Einfach so ein kleiner Turm im Nichts. Und da war sie drin. Sowas hier irgendwie alleine. Alleinstehend in dem Teil. Haben wir das schon? Anscheinend nicht. Was ist da? Haben wir noch eins gefunden hier sogar? Cool. Wusste ich gar nicht, dass hier noch eins ist. Hm. Wo ist denn so ein. Das da? Sowas vielleicht, keine Ahnung. Irgend so eine kleine Hütte. Jo, nicht gleich so weit weg. Was habe ich die andere Nummer? Was habe ich hier stehen? Die 2. Was ist denn die 1 überhaupt? Hallo. Ach, das ist gleich dahinter, oder was? Bist du eigentlich vom Schloss, wenn du den Speicherpunkt oben hast, bist du mal so runtergesprungen auf dem Dach? Bist du da rumgekraxelt am Dach? So wie ich? Oder hast du dich nicht getraut? Ja, hier, sowas war das. Genau, sowas war das. Aber da ist es, hier ist sie nicht, oder? Aber hier war ich auch noch selber noch nicht. Hallo? Was zum... Hallo? Hallo? Help! Das sind ganz Liebe, ey. Das sind Liebe. Also ich sage euch, dass das echt sind zwar nette. Das sind nette gewesen hier. Wenn du abgemountet wirst, dann hast du erstmal gar keine Chance. Weißt du, wo die Vögel sind, wenn du da bei den Vögeln rausgehst? Jo, ich will meine Punkte wieder haben. Keine Chance, Alter. Du hast doch da oben den Speicherpunkt. Wenn du nach. Wenn du geradeaus rausgehst, sind Vögel. Wenn du nach hinten rausgehst, gehst du doch hoch. Und da, wo die Vögel sind, gehst du runter. Und da ist dann so ein Gang mit so einem Ritter und so einem anderen. Also, wenn du oben rumgehst, kannst. Wenn du oben rumgehst, kannst du das alles skippen und bei den Vögeln musst du dich halt durchkämpfen. Also, kannst du nicht vorstellen, dass du jetzt immer noch die Vollon oder was? Hallo? Tss. Genau, guckst du Video. Ich hatte Video erst nach mehreren Tagen geschaut, weil ich
selbst herausfinden wollte. Aber mach's lieber nicht, sonst bist du da 4-5 Stunden im Schloss wie ich, hast du schon erstmal keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich hab halt gejammert und war einfach genervt dann. Ist noch ein Gnadenpunkt? Okay, wie? Welches? Also, ich meine, hier sind ja die komischen Dinger gewesen. Hier vielleicht? Da waren... Ja, und deswegen, weil ich halt Anfänger bin, hat mir gedacht, hey, ich mach's erstmal so, ohne irgendwas zu schauen, aber irgendwann musst du es ein bisschen, du kannst halt nicht alles entdecken. Lieber spiele ich so ein bisschen nach Plan nach einer Zeit und fertig. Besser als wenn ich dann keine Lust habe. Bosse werden uns noch bestimmt genug in den Arsch treten. Da müssen wir ja noch gegen die Welt antreten. Ja, das ist auf jeden Fall so ein kleines Teil hier. Weiß nicht genau. Da war halt diese Dame da. Und hat gemeint, der Schurke hat die Kette geklaut. Nee, das ist ja auch nicht. Aber ich finde ja immer coole Sachen hier. Ja, ist ja gut. Also diese Krabben, ne? Hier oder was auch immer das ist. Abnormal. Jo. Kann es hier sein? Wo war ich da eben gerade? Hier ist auch irgendwas. Schau mal, wie viele Schmiedesteine ich hier finde, Alter. Hier musst du hin. In jedem so einem Turm habe ich Schmiedesteine gefunden. Abnormal. Zwar jetzt schon zu low für mein Level, aber... Zweier. Halt. Ich würde da gerne das abschließen mit ihr. Soll ich jetzt echt nachschauen? Auf der Karte? Weiß ich nicht, ob ich nachschauen soll. Wir können ja noch ein bisschen suchen, ansonsten gucken wir halt dann einfach. Vielleicht hier direkt beim Teleskop? Das ist eins der ersten Sachen, die ich gefunden habe im Sumpf. Da ist sie doch. Hallo. Also direkt bei der... Ja. Der Schurke sollte sich in einem verlassenen Hausstück Halskette wiederhaben. Gibst du? Übergeben. Oh ja, das ist meine Halskette. Sie bestimmt zur bösen Hexe. Vielen Dank. Ich stehe in eurer Schuld. Habt ihr mich eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Ria und die... Diene Herrin Tannit von Haus Vulkan. Ich bin auf der Suche nach tapferen Befleckten, die sich vielleicht unserem Haus anschließen wollen. Ihr seid ausgesprochen tapfer und besitzt nicht nur einen starken Arm, sondern auch ein starkes Herz, frei von Mitleid selbst für euresgleichen. Es ist genau diese Art von Stärke, die meine Herrin sucht. Bitte nehmt dies. Einladung von Haus Vulkan. Wow, okay. Ich werde auf Vulkan eingeladen. Tapfer der Befleckte sucht das Altusplateau, das Reich
des Erdenbaums. Die meisten Flecken sind zum Durchwandern der zwischenlangen Landgebiete verdammt mächtigen Erdenbaum stets sehnsüchtig im Blick. Aber ihr seid alles andere als gewöhnlich und sobald das bewiesen ist, wird Hausvulkan seine Armee für euch öffnen, auf dass ihr an der Seite einer Familie der Tapferen kämpft. Und eins noch, nur für euch. Die Hochstraße und der große Aufzug von Dektus verbinden dieses Land von Luriana mit dem Altus-Plattform. Großer Aufzug, aber der Aufzug steht seit Ewigkeiten still und das erschwert den Durchgang. Ja. Findet stattdessen die alten Ruinen auf der Klippe. Am Fuß des Tals liegt in der Nähe des großen Aufzugs ein alter Tunnel. Die Zugänge wurden an beiden Enden freigelegt, sodass ihr nun Lyunria und das Altus Plateau frei. Ich vertraue euch. Ihr seid durch und durch eine Heldin. Ich hoffe, dass wir uns immer wiedersehen. Okay, da ist irgendwo ein Tunnel, der freigelegt wurde, beide Seiten. Findet die alten Ruinen auf der Klippe. Am Fuß des Tals liegt in der Nähe des großen Aufzugs ein alter Tunnel. Okay. Ich würde mal gern hier hin, wo ich noch gar nicht war. Ich weiß jetzt nicht, oder was genau, wo sie genau da meint, aber werden wir schon noch finden. Ich will das... Nein, ich will das Ding wegmachen. Hallo? So, guck mal, was hier so ist. Hier waren wir ja noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Ist das jetzt wieder nach unten? Ist nicht, oh, ich habe da was gehört. Ich habe da was gehört. Aber imagine, Odin. Kannst du das vorstellen, nochmal zu machen? Ganze mit einem anderen Schau oder so. Ich dachte erst halt mit Mage oder sowas voll auf Magie gehen. Aber da es so viel ist, weiß ich ja nicht. Ah, das ist ja da eine Boss da. Man müsste sich quasi halt aufschreiben, was man machen muss mit so einem Plan. So wie am Anfang diesen einen Drachen töten, dann so ein bisschen farmen bei diesen Dingern. Vielleicht mit den Kugeln ein bisschen, dann hat man es einfacher. Und dann welche Waffe. Und welche Rüstung man holt. Diese Punkte nie wieder weg. Einfach verloren jetzt mit den Dingern hier.
Oder bekomme ich da irgendwelche Punkte? Macht doch gar nichts. Einfach weil die mich angreifen, oder was? Was haben wir denn hier Schönes? Kleines Dorf, oder wie? Eine Ruine. Wow, da geht's von unten rein. Yo! Da ist ein Kellereingang. Habe ich gesehen. Da ist ein Kellereingang. Erbe der zwei Finger. Was ist das? Und irgendein Schlüssel. Schabiritraube. Erbe der zwei Finger. Was zum Teufel? Ist das schon wieder hier? Das sind so viele verschiedene Sachen hier. Kann man sich nicht vorstellen. Da habe ich 2, da habe ich 3, da habe ich 7 vom 4er. Boah. Große Rotex-Rune. Hey, why Trent? Der ist doch voll gewesen, oder? Da stand jetzt ein Schlüssel, oder? Ich weiß nicht, hat man doch eingesteckt. Alle, keine Ahnung. Leider kann man hier keine eigenen Batterien reintun, wie bei einem Xbox-Controller. Einfach angesteckt. Einfach angesteckt, sage ich dir. Ich meine, so ein bisschen interessiert es mich, was ich da gelootet habe, aber auch nicht so wirklich. Wenn ich es nicht finde gleich, ist es mir auch egal. Keine Ahnung. Hier. Erhöht den Glauben. Das ist ein Talisman, oder? Okay, deswegen bin ich anscheinend hier. Ja gut. Dann bin ich halt hier. Gut, dann gehen wir zu 3. So. Perfekt. Der hat aber gar nicht gewarnt, gell, dass es leer ist. Normal warnt er doch so ein bisschen. Normal waren da doch, hey, das ist 10%. Steck mal langsam an. Einfach ausgegangen. Sehr frech.